the surface from untold depths, the horrors come. This time, he mouths a silent vow. No more. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake. So, bevor wir jetzt das Spiel starten, kurze Ankündigung oder kurzer Vermerk. Und zwar haben mich einige angeschrieben, per Privatnachricht, wieso ich momentan nicht so oft Videos online stelle. Und zwar wollte ich das jetzt mal klarstellen. Das hatte folgende Grund. Momentan habe ich privat ein bisschen Stress auf Arbeit. Das heißt, ich kann nicht alle Tage am PC hocken. Und zum anderen habe ich angefangen, Livestreams zu machen. Und das natürlich nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Falls der eine oder andere Interesse hat, mal reinzuschauen, in der Videobeschreibung ist der Link drinnen. Würde mich sehr freuen, beim Hallo oder ein Follow auf Twitch. Und ja, das ist dieser Grund, wieso ich momentan so wenig Videos uploade. Aber ich hoffe, dass, wenn ich alles geregelt habe und wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dass da wieder mehr kommt. Und da würde ich jetzt sagen, danke für eure Zeit und das war's mit dem Video. Nein, kleiner Spaß. Ich würde sagen, wir spielen einfach das Spiel jetzt. So, Spiel fortsetzen. Wo sind wir zum Schluss stehen geblieben? Wir können auch mal die Brunnen zerstören, alles klar. What the fuck? Stirb! Oh, warte mal, was habe ich denn alles für Waffen? Ah, okay, ich habe diese Waffe. So, jetzt müssten wir eigentlich alles haben, oder? So, mal kurz. Ne, das war noch nicht alles. Oder? Irgendwas? Doch, wir haben alles. Okay, so mal kurz da reinschauen schnell. Und das Manuskript nehmen. Einmal lustig. Oder dieses nehmen. Okay, die Manuskripte schauen wir wie immer zum Schluss an, oder wenn wir ein, zwei zusammen haben. Und dann würde ich sagen, wir zerstören jetzt die Brunnen. Okay, aber wo ist denn der erste Brunnen? Okay, die Brunnen. Haben wir die schon zerstört in der letzten Folge? Ich weiß gar nicht mehr, scheiße. Okay. Jetzt willst du wohl sterben, Mann. Okay, da ist der Brunnen. Genau. Oh, what the fuck. Ich habe vergessen, Batterie einzusetzen. Das ist natürlich nicht gut. Halt mal den Brunnen, zerstören wir noch schnell. Dann hauen die Spackos auch auf. Komm. Jawohl. Nice, so. Muss der letzte. Dann muss er drüben sein. Ja, da ist er. So, das haben wir auch geschafft. Dann dürften jetzt eigentlich alle Gegner weg sein. Okay, dann gehen wir mal rein und versuchen die Geschichte umzuschreiben. So. Wir haben einen Brunnen vergessen. What the fuck? Piss dich, Mann. Ja, aber, oh, scheiße. Okay, bevor wir jetzt da die ganze Munition verschwenden, würde ich sagen, wir laufen um die andere Seite rum und zerstören diesen verfickten Brunnen. Ah, oh, fuck you. Spacko. Hopp. Jetzt haben wir. Bam, Junge. Alter, wieso muss ich immer bei einer Aufnahme so eine scheiß verpiepte Flieger haben? So, Brunnen sind tot, aber wieso waren diesmal vier Brunnen? Man sieht normalerweise drei.
Alles egal. So, nachladen, Munition erholen und rein in die Hütte. Ich hoffe, dass uns da ein Kaffee erwartet. Aber ich glaube nicht. Kampflege. Du bist in der Aufnahme dann. Hopp, hopp. So, Zugangscode angeben. Again, the Champion of Light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Okay, wir haben wie viele Manuskripte? Warte mal. Es war spät abends, der Sommer war schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film Nordstil. Ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Okay, das ist jetzt neu. Alices Film lag im Projektor. Und das ist neu. Bevor wir das machen, Manuskript lesen. Wir haben eh nur... Ah, zwei haben wir. Konzentrierter Stahl und Serena und Mrs. Scratch. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Okay, und was haben wir noch? Serena und Mr. Scratch. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Oh, okay, okay. So dann wollen wir mal also zuerst mal den Sommer vorübergehen lassen. Und dann spätabend. Und dann war noch ein Film im Projektor. Okay. Der Film hat auch nicht den Projektor, ne, keine Ahnung, warte mal, das Plakat war da. Und das Poster drehen. Ne, doch. A Gift of Thorns. Dann war da noch, das war noch, warte mal, Manuskript. Spätabends, Sommer war vorüber, war ein Plakat. Ein Scheinwerfer verließ den Feuerlöscher erstrahlen, okay. Mal komm, du süße Fliege, geh weg. Geht zu deiner Familie. Okay, dann haben wir das. Und Ellis Film lag im Projektor. Das wird sein. Den Film mitnehmen und in den Projektor legen. So, welcher Projektor ist das? Es ist der Projektor Nummer 3. 4. Ich hab dich. Jetzt ist sie weg. Manuskript überprüfen. Spätabends. Warte mal. Spätabends, das ist nicht spätabends. Ist das spätabends? Nee. Das ist früh. AM, PM, what the fuck. Spätabends. Sommer. War schon fast vorüber. Ah, okay. Den Sommer haben wir vergessen. Okay, das Spiel kennen wir ja schon. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this?
Is it really you? It's really me. Are these actual events, or merely a dream, a memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. War das nicht ein rührendes Ende? Was? Das Spiel ist schnell, so warte mal. Ich muss mal kurz den Scheiß da muten, das ist so laut in meinen Ohren. Ja, meine Lieben, wir haben das hab ich so traurig gemacht, dass ich nicht mehr klar sprechen kann. Alan Wake, Marcus Nightmare ist jetzt fertig. Können wir jetzt in die Tonne schmeißen, können wir abhaken von unserer Liste, ja. Dann werde ich wohl das DLC dazu noch spielen müssen. Auf jeden Fall war es das mit Alan Wake, American's Nightmare. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die zugeschaut haben. Danke, dass du dabei warst, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Es hat nur 12 Minuten, okay, jetzt muss ich das in Länge ziehen. Ja, das war ein sehr schönes Spiel. Es war sehr spannend und aufgeregt und, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und ja, wir können da mal kurz deine Sammlung weg da reinschauen. Ich mag nicht, dass das wieder so kurz ist. Okay, wir haben die das, okay. Nee, Spaß. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat diese Let's Play-Reihe Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Eventuell ein Follow da lässt, ein Abo. Und vielleicht sogar was in die Kommentare schreibt, was ich als nächstes aufnehmen soll. Das wäre natürlich richtig geil und nice. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.